Zeig's mir! Dazu fehlt dir doch der Mumm. Meine Brüder und Schwestern konnten im Wrack von Flug 221 etwas Faszinierendes entdecken. Naniten. Ach, unglaublich rein und weit entwickelt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wahrlich, sie müssen die Boten des Schwarms sein, die uns laut der Weissagung erlösen werden. Etwas zieht mich noch näher zu ihnen. Nachts höre ich, wie sie mich anflehen, ihr Körper zu werden. Meine Gedanken rasen, wenn ich an die Möglichkeiten denke. Wenn wir uns ihre Kraft zu eigen machen, können wir unsterblich werden. Heiliges Ritual stört. Na, aber das ist doch bloß dreckiges Wasser. Sollten wir nicht zumindest Todesleser oder Kraftfelder haben? Jeder könnte den Schmutz hier trockenlegen. Das würde niemand wagen, du verdammter Idiot. Die göttlichen... sind funktionsfähig. Mutter? Ja, Eli. Wir haben tatsächlich den ewigen Funken geborgen.
Diese erbärmlichen Narren von Creo waren für unsere Getreuen keine Herausforderung. Die Stunde der Finsternis rückt immer näher. Mit einer solchen Kraft gesegnet, werden wir die Erde nach unserem Wunsch gestalten. Weißt du, warum Tiere überleben und sich weiterentwickeln? Weil sie, im Gegensatz zu uns, im Einklang mit ihrer Umwelt leben. Es geht nicht um die Natur, mein Sohn, nicht mehr. Wir sind von nichts als Technik umgeben. Und doch können wir weder ihre Stimme hören, noch ihr pochendes Herz spüren. Wenn der Mensch überleben will, muss er eins mit der Welt um sich herum werden. Ja, Mutter. Wir zünden den Funken. Wir ändern die Welt. Nein, du hast hier nichts verloren. Patriarchin Zelette. Thank you.
Du hast hier nichts verloren. Zur Transzendenz. Ihr seid die Fackelträger, meine Kinder.
Ihr müsst alle Ungläubigen auf den rechten Pfad führen, selbst wenn sie sich unserer Wahrheit widersetzen. Denn jeder kann sehen, dass diese Welt dringend gerettet werden muss. Die niederen Gelüste des Fleisches beherrschen die Gedanken der Ungläubigen. Doch das Fleisch ist schwach. Eingesperrt im Gefängnis des Fleisches sind wir nichts als Tiere, die nur wenig mehr wollen als zu fressen, zu trinken und sich fortzupflanzen. Doch was wäre, wenn es da noch mehr gäbe? Was wäre, wenn wir die Schwäche unseres Fleisches hinter uns lassen könnten? Was wäre, wenn wir uns Wissen mit Lichtgeschwindigkeit aneignen könnten? Ohne Stimme sprechen könnten, aber von allen verstanden würden und mit 1000 Ohren hören könnten? Was wäre, wenn wir uns kontinuierlich weiter verbessern könnten? Nur eingeschränkt durch unsere eigene Willenskraft, nicht durch unseren verfallenden, sterblichen Körper. Wer könnte sich noch mehr wünschen? Das ist unsere Lehre. Nehmen wir unser Schicksal selbst in die Hand. Wenn wir uns die Kraft zunutze machen, die vom Himmel regnet, können wir die Welt neu gestalten und endlich unsere ruhmreichen Träume wahr werden lassen. Meiner Geheimkammer der Prüfungen, Jünger. Ich habe auf dich gewartet. Ich vermute, du kommst wegen des Initiationsritus, so wie alle anderen. Keiner schaut einfach so mal bei Bruder Quismann vorbei. Nur noch ein Schritt auf deinem Pfad zur Erleuchtung. 3 Fragen künden von der Wahrheit der Kathedrale. Du musst sie beantworten oder im ewigen Fegefeuer brennen. Scheiterst du 3-mal nacheinander an der Prüfung, wirst du meinen heiligen Zorn zu spüren bekommen. Keine Sorge. Ich persönlich werde dich nicht verurteilen, egal wie das Ergebnis auch ausfällt. Der allmächtige Funken allerdings sehr wohl. Preiset den Funken! Ich werde für deinen Erfolg beten. Das sollst du mir doch sagen, Jünger. Willst du dich etwa durch mein heiliges Examen schummeln? Willst du dich etwa durch meine allerheiligste Reihe von Glaubensprüfungen schummeln? Wenn du die gesalbten Katechismen noch nicht studiert hast, dann solltest du das lieber schnell nachholen. Erkunde die Kathedrale. Schau dir deine Umgebung an und werde eins mit der Wahrheit des Funkens. Und dass du mir ja nicht wiederkommst, ohne Geist und Seele mit Fakten gefüllt zu haben. Der Funken verachtet Dummheit. Nun denn, hast du die Augen für die Göttlichkeit des Funkens geöffnet? Hast du die gesalbten Wandgemälde studiert, um der ruhmreichen Form des Funkens ansichtig zu werden? Erzähle mir, wie der allmächtige Funken aussieht. Interessant. Wahrlich, sehr interessant. Du meinst, du kennst dich in unserer Geschichte aus, was? Sollte dem so sein, dann erinnerst du dich doch sicher daran, welcher Bruder von einem unheiligen Ketzer zu Tode gekocht wurde, oder? Das ist, was du denkst. Also, du glaubst, du weißt alles, was? Dein schmieriges Grinsen sagt alles. Also habe ich nur noch eins zu sagen. Wir zünden den Funken.
Deine Antworten haben mich fasziniert, Jünger. Aber haben sie mich auch beeindruckt? Wir werden sehen. Du hast 2 von 3 Antworten richtig. Du wirst niemals deinen Platz in unseren Reihen finden, wenn du die heiligen Lehren nicht ehrst. Versuche es erneut. Auf eigenes Risiko. So sei es.